Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier möchte ich jetzt gerne mit Ihnen das Geheimnis der Qualität lüften. Genauer gesagt möchte ich Ihnen gerne Beweise dafür geben, warum Sie unbedingt Ihr Bestes geben sollten und Qualität abliefern, damit Sie glücklich und erfolgreich werden. Und dazu gebe ich Ihnen drei gute Tipps, wie Sie das erreichen. Aber schauen wir uns doch mal die Situation an. Haben Sie das vielleicht auch schon erlebt? Also mir ist es zum Beispiel im letzten Urlaub passiert. Ich wollte mit dem Korkenzieher eine Flasche Wein entkorken und das Ding bricht ab. Oder vielleicht kennen Sie das, Sie haben sich Schuhe gekauft, das war ein Schnäppchen und die halten keine Saison. Oder Sie entdecken vielleicht auch, dass ein Zeitungsartikel ganz schlecht recherchiert ist, weil Sie lauter Fehler entdecken und selber vielleicht mehr Ahnung haben als derjenige, der das geschrieben hat. Oder mal ganz banal, Sie kaufen am Samstag Brötchen und die schmecken nach Pappe. Oder der Klempner hat das Rohr nicht richtig angebracht und ja, Wasserrohrbruch. Das alles wäre und ist ganz klar ein Fall von mangelnder Qualität. Ja, Qualität, das Wort benutzen wir eigentlich so ganz selbstverständlich und offenbar weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Also ein besonders gutes Produkt oder auch eine hervorragende Dienstleistung. Naja, nicht so sagen wir, ja, das hat Qualität oder ich lege Wert auf Qualität. Aber so einfach machen es sich die Experten, die also Qualitätsmessungen durchführen, nicht. Die definieren Qualität nämlich noch viel präziser. Die sagen, Qualität ist die Eigenschaft einer Sache oder eines Verhaltens, die benötigt werden, um den bestehenden Anforderungen gerecht zu werden. Tja, man kann es aber vielleicht auch noch präziser ausdrücken. Ich habe da eine Definition von William Foster gefunden. William Foster war Wirtschaftswissenschaftler des vorigen Jahrhunderts und der hat sich auch Gedanken über Qualität gemacht und hat gesagt, Qualität ist niemals Zufall. Sie ist immer das Ergebnis höherer Ziele und aufrichtiger Bemühung und intelligenter Vorgehensweisen und geschickter Ausführung. Ja, also ich finde, da ist tatsächlich alles drin, was zur Qualität gehört und dazu, dass man so sein Bestes gibt. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt hier drei Tipps geben, wie Sie Qualität abliefern können. Das erste ist sozusagen das, was man auch ein Mindset nennt. Das heißt, Sie müssen Qualität herstellen wollen. Das klingt jetzt so banal, ja klar will ich was Gutes herstellen, aber es ist gar nicht so. Wir könnten es uns ja auch einfach machen. Die Gelegenheit haben wir eigentlich immer. Also zum Beispiel könnten Sie als Lehrer oder Lehrerin den Unterricht improvisieren, statt ihn gründlich vorzubereiten. Oder als Journalistin könnten Sie, oder Journalist könnten Sie sich ganz oberflächlich bei Google informieren, statt genau zu recherchieren und dann donnern Sie sich Ihren Artikel zurecht. Oder als Bäcker schieben Sie dann ganz flott Fabrikrohlinge in den Ofen, statt die Brötchen richtig selber zu backen, wie es vielleicht ein Biobäcker täte. Oder als Architekt und Architektin stellen Sie da so einen lieblosen Kasten hin oder entwerfen den, anstatt sich mal in die zukünftigen Bewohner einzufühlen und das so ein bisschen besser zu machen. Also Qualität zu wollen, hat ganz viel mit dem Wunsch nach Perfektion zu tun. Und das nicht etwa, weil andere Sie dazu verpflichten, sondern weil Sie Ihren eigenen Ansprüchen genügen möchten und Ihnen daran gelegen ist, etwas zu schaffen oder zu bewirken, auf das Sie stolz sein können. Und genau das ist wahrer Erfolg. Also, das war mein erster Punkt. Sie müssen Qualität herstellen wollen. Mein zweiter Tipp, wie Sie es wirklich schaffen, Ihr Bestes zu geben und dass etwas Gutes herauskommt, ist, setzen Sie Prioritäten. Ein Spruch sagt, man kann nur in einer Disziplin Olympiasieger werden. Ja, also was bedeutet das? Da müssten wir uns denn mal fragen oder Sie sich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Was liegt mir am Herzen, dass es gut wird? Wo will ich Qualität abliefern, weil es von Bedeutung ist?
Und wo kann ich auch mal Fünfe gerade sein lassen? Also Sie merken schon, ich rede hier nicht einem Perfektionismus das Wort, sondern dem, dass wir auf einem Bereich, der uns wirklich bedeutsam ist, der uns am Herzen liegt, dass wir da wirklich unser Bestes geben und Qualität abliefern. Und auf diese Weise, wenn Sie sich fragen, was ist mir wichtig von Herzen, dann setzen Sie auch die richtigen Prioritäten und vermeiden Überlastung. Das war mein zweiter Punkt. Mein dritter ist, erwerben Sie die nötige Kompetenz. Also sich ein großes Ziel zu setzen und sich dann viel Mühe zu geben, reicht leider alleine noch nicht aus, jedenfalls nicht auf die Dauer. Es muss auch Können dazu kommen. Sonst ergeht es Ihnen vielleicht wie dem Künstler, den der Schriftsteller Eugen Roth so humorvoll beschreibt. Also ich liebe das Gedicht, ich werde es Ihnen mal vortragen. Ein Mensch malt vor Begeisterung wild 3 Jahre lang an einem Bild. Dann legt er stolz den Pinsel hin und sagt, da steckt viel Arbeit drin. Doch damit war es auch leider aus, die Arbeit kam nicht wieder raus. Ja, also Qualität schüttelt man nicht mal eben aus dem Ärmel. Und da reicht auch leider kein Talent, obwohl das natürlich eine gute Voraussetzung ist. Etwas Hochwertiges herzustellen, setzt Wissen und Erfahrung voraus. Und das gilt nicht nur konkret fürs Handwerk, etwa wenn man als Tischler oder Tischlerin ein Regal herstellt. Man braucht es ebenso, um einen Vortrag zu halten, der das Publikum gleichzeitig informiert und fesselt. Oder um in der Medizin bei schwierigen Fällen eine zutreffende Diagnose zu stellen. Deshalb kann ich qualitätsbewussten Anfängerinnen und Anfängern nur dazu raten, in ihrem Bereich konsequent zu üben. Also Geduld und Disziplin sind wirklich notwendig. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe viele Jahre als Psychotherapeutin gearbeitet und ich muss sagen, der Anfang und dann später, als ich es beendet habe, das war ein himmelweiter Unterschied. Also ich fasse nochmal zusammen. Was nötig ist, damit Sie Qualität herstellen und Ihr Bestes geben. Erster Punkt, Sie müssen Ihr Bestes geben wollen. Zweiter Punkt, setzen Sie Prioritäten, wo Sie 100% geben wollen. Und das Dritte, erwerben Sie Kompetenz. Ja, jetzt habe ich Ihnen schon so viel ans Herz gelegt, was Sie unbedingt tun müssen und sollten. Und vielleicht stellen Sie sich ja jetzt die Frage, und, was habe ich davon? Diese Frage stellt sich ganz besonders, wenn man sieht, wie andere kurzfristig Erfolg haben mit Dingen, die überhaupt nicht so gut sind. Oder kurzfristig berühmt werden für irgendwelche Dinge, die nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei sind. Aber das sind alles keine dauerhaften Effekte. Und ich möchte Ihnen jetzt mal sagen, was Sie davon haben, wenn Sie wirklich immer Ihr Bestes geben. Zunächst mal haben Sie einen guten Ruf. Also auch wenn Sie nicht dabei sind, werden andere darüber sprechen, dass Sie gute Arbeit machen oder was immer, worum immer es auch bei Ihnen geht. Also Sie haben einen guten Ruf. Dann die Mundpropaganda funktioniert bei Ihnen. Also es gibt ja gute und schlechte Mundpropaganda und nichts ist schädlicher, als wenn man sozusagen hinter ihrem Rücken sagt, nee, also das ist gar nichts und das lassen wir, da gehen wir lieber nicht hin oder mit der arbeite oder dem arbeite mal nicht zusammen, ist irgendwie nicht so doll, was die da bringen. Nicht? Also Sie bekommen eine gute Mundpropaganda. Und wenn es sich um den Geschäftsbereich handelt, dann bekommen Sie viele Kunden. Oder in den Social Medias, wenn Sie sich wirklich Mühe geben mit dem, was Sie weitergeben, kriegen Sie vielleicht viele Abonnenten. Und man kann es auch negativ ausdrücken, also in negativer Form. Es gibt weniger Klagen und mehr Lob. Aber das ist vielleicht alles noch nicht so entscheidend, weil es kommt ja von außen und das ist sehr schön. Aber am allerwichtigsten ist, Sie bekommen Selbstachtung. Weil Sie nämlich selber wissen, dass Sie gute Arbeit gemacht haben. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres. Da prallt sogar eine unberechtigte Kritik an Ihnen ab, weil Sie genau wissen, nein, was ich gemacht habe, war Qualität. Ich habe mein Bestes gegeben. Also ich hoffe, ich konnte Sie jetzt überzeugen, Qualität lohnt sich.
Und falls es Ihnen jetzt nicht um etwas geht, was Sie produzieren, dann bleibt immer noch die Frage, wie steht es eigentlich mit Ihrer Lebensqualität? Denken Sie doch mal darüber nach. Denn auch dafür gelten die drei Punkte, die ich Ihnen vorgestellt habe. Und wenn Sie das gerne noch intensiver für sich klar bekommen wollen, dann habe ich auch ein interessantes Buch für Sie geschrieben. Und zwar ist das dieses Buch hier, Spielregeln des Lebens für mehr Glück und Erfolg. Das ist ein Fischertaschenbuch, das bekommen Sie in jedem Buchhandel. Und da habe ich ja im Grunde mein Wissen von vielen Jahren, wie das Leben so funktioniert und wie Sie es ganz praktisch ja auch gut führen können, zusammengestellt. Also wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie da doch mal rein. Und natürlich freue ich mich sehr über ein Abonnement. Das ist ja der Beweis, dass ich Ihnen Qualität weitergebe. Und sehr schön finde ich auch, wenn Sie mir Kommentare schreiben, wie Sie das erlebt haben, dass wenn Sie Ihr Bestes gegeben haben oder vielleicht, dass Sie enttäuscht waren, wenn jemand Ihnen keine Qualität abgeliefert hat. Ja, das wäre schön, wenn Sie das mit uns teilen. Aber jetzt möchte ich Ihnen erstmal einen ganz qualitätvollen Tag wünschen und ja, alles Gute.